Diesmal geht es um etwas extrem Gruseliges, was mir persönlich passiert ist. Wie ein paar von euch vielleicht von Twitter oder von meinem Let's Play-Kanal wissen, spiele ich ja derzeit ab und an PlayerUnknown's Battlegrounds. Denke, das Spiel werden viele von euch kennen, da es derzeit extrem bekannt und beliebt ist und es irgendwie jeder gerade spielt. Jedenfalls wollte ich etwas schneiden und habe in den Aufnahmen etwas Schockierendes entdeckt. Hallo zusammen. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, weil ich in meinen Aufnahmen etwas extrem Gruseliges entdeckt habe. Ich habe während dem Spielen rein gar nichts bemerkt. Ich nehme meistens einfach grundsätzlich jedes Mal auf, wenn ich spiele, um vielleicht mal irgendwann ein Best-of oder so schneiden zu können. Jedenfalls habe ich beim Schneiden bemerkt, dass im Augenwinkel ein nackter Typ zu sehen war, der mich einfach nur angestarrt hat. Das ist in dem Spiel einfach extrem strange, denn niemand läuft hier ohne Ausrüstung herum, da es wirklich große Nachteile im Spiel bringt. Alleine schon, wenn man keinen Schutz hat und auch viel weniger tragen kann. Und selbst wenn, schießen die natürlich auch sofort. Ich zeige euch hier mal kurz die Aufnahme. Im Spiel selbst habe ich diesen Typen überhaupt nicht gesehen, denn ich habe mich im Hintergrund auf die Wiese bzw. auf den Wald konzentriert, genau dort, wo ich auch hinziele, denn ich habe gedacht, da ist irgendwo jemand. Und das Allerseltsamste ist ja, nachdem ich diesen Typen gesehen habe, wurde ich plötzlich irgendwo anders hin teleportiert. Das ist auch im Video zu sehen. Und das ist auch kein Fake oder kein Cut oder irgendwas. Man sieht es an der Ausrüstung und an der Lebensanzeige. Ich wurde einfach wegteleportiert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hatte so etwas wirklich noch nie. Gut, das ist schon irgendwie creepy, aber es gibt ja immer irgendwelche Leute, die einfach irgendeinen Unsinn machen, gerade bei Online-Games. Doch weil es mir beim Spielen nicht mal aufgefallen ist, habe ich mir noch andere Aufnahmen angesehen. Die Aufnahmen sind von unterschiedlichen Tagen und unterschiedlichen Uhrzeiten. Ich habe mir besonders die Augenwinkelpositionen angesehen, die man im direkten Spielen etwas weniger beachtet. Und ich habe diesen Typen wirklich öfters gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, denn wie kann der mich im Spiel beobachten? Ich lasse euch hier noch die Aufnahmen laufen, die ich noch gefunden habe. Schaut euch das mal an. Es dürfte zumindest für mich derselbe Skin sein und immer ohne Ausrüstung. Deshalb denke ich, das ist derselbe Spieler. Aber das ist verdammt creepy, weil ein paar Fragen sind offen und unbeantwortet. Wie weiß der, wann ich spiele? Oder gibt es vielleicht mehrere, die sowas machen? Ist das vielleicht so eine Art Gruppe, vielleicht eine Art großer Prank? Und wie weiß der Typ, wo ich abspringe und wo ich mich im Spiel befinde? Und noch gruseliger ist, selbst wenn der Typ genau wüsste, wann ich spiele, ist es unmöglich, auf meinem Server zu landen. Es spielen so viele Menschen dieses Spiel, dass es einfach unmöglich ist, auf denselben Server zu kommen, selbst wenn man gleichzeitig das Spiel startet. Ich habe das nämlich extra mit einem Freund ausprobiert und wir haben es schon 10 Mal kein einziges Mal geschafft, auf denselben Server zu kommen. Es ist einfach irgendwie verdammt unheimlich, da ich nicht verstehe, wie das sein kann und vor allem, da ich es während dem Spiel noch gar nicht bemerkt habe. Ich dachte mir, das muss ich euch auf alle Fälle zeigen. Hat jemand von euch nämlich vielleicht irgendwann schon mal so etwas Ähnliches gesehen oder erlebt? Dann wüssten wir zumindest, es gibt mehrere Leute, die so etwas machen, was wiederum die Chance erhöhen würde, dass ich es gleich mehrmals gefunden habe. Und hat jemand vielleicht schon mal diesen Skin gesehen mit diesen Haaren und so weiter? Also irgendein Charakter, der genauso aussieht? Ich werde mich auf jeden Fall ab jetzt, wenn ich spiele, genauer umsehen. Ich will der Sache irgendwie total auf den Grund gehen. Es macht irgendwie Spaß, herauszufinden, was das wirklich sein könnte. Auch wenn es irgendwie einen unheimlichen Faktor hat. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, wer das ist oder was das sein könnte und wie es überhaupt derjenige geschafft hat, herauszufinden, wann ich spiele und vor allem auf welchem Server ich bin und auf denselben Server zu gelangen und auch noch in-game denselben Ort zu finden, da die Map wirklich extrem groß ist und ich renne manchmal einfach irgendwo hin in die entgegengesetzte Richtung, gerade weil man dort auch wohin rennen kann, wo weniger Spieler sind, und auch bei diesen Orten war dieser Typ. Das ist einfach wirklich unheimlich. Wer das Spiel noch nicht kennt, klickt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung für mehr Infos dazu, und wer es kennt, schreibt mir unbedingt, ob euch auch schon mal so etwas passiert ist in dem Spiel oder ob ihr in dem Spiel vielleicht sogar andere gruselige Erlebnisse hattet. Wenn ich dazu noch irgendetwas rausfinden sollte, soll ich dann ein Update-Video machen?
Schreibt es auch gerne in die Kommentare und liked das Video, damit ihr gleich Bescheid weiß, dass ihr ein Update-Video wollt. Und teilt es unbedingt mit allen euren Freunden, die PlayerUnknown's Battleground spielen, um zu fragen, ob sie auch schon mal so etwas erlebt haben. Bin mega gespannt, ob wir da irgendwie zusammen eine Lösung finden können, was das sein könnte oder wer das sein könnte oder wie man das hervorruft und so weiter. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um keine Updates mehr zu verpassen, und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos. Und in der Mitte könnt ihr wie immer ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.